sind 49 Stück gebaut worden und existent sind noch 17 Fahrzeuge. Wie heißt der denn überhaupt? Das ist ein Lloyd Fluor. Oldtimer Kenner Georg Meiering auf der Messe und du willst uns ein besonderes Auto vorstellen? Ja, ein Auto, das ich sehr liebe. Das ist dieses hier, um es gleich vorweg zu sagen, das ist der Opel Admiral. Dieser Opel Admiral ist Ende der 30er Jahre, 1937 erschienen und zeigt, dass wir nach vielen Krisen Anfang der 30er Jahre, Ende der 30er Jahre eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung hatten und davon wollte auch Opel profitieren und hat dann als Spitzenmodell den Admiral gebracht. Der Admiral hat im Gegensatz zu allen anderen Opel, die damals erschienen, noch keine selbsttragende Karosserie, sondern noch eine Rahmenbodenanlage und einen separaten Aufbau. Es gab ihn als Limousine und vor allen Dingen gab es ihn als viertüriges Cabriolet und das ist dieses hier. Und bei diesem Opel Admiral gab es auch Sonderaufbauten, es gab auch ein zweitüriges Cabriolet von der Firma Gläser in Dresden. Es gab auch noch andere Aufbauten. Allerdings mit Kriegsausbruch 1939 hat man dieses Auto sehr schön eingestellt, denn man brauchte den Motor für einen ganz anderen Opel. Für den Opel Blitz 3-Tonner, das meistgefahrene Auto der deutschen Wehrmacht. Und nach dem Kriege hat es diesen Opel Admiral nicht mehr gegeben. Schon während des Krieges sind die meisten Opel Admiral verschlissen worden. Ganz im Gegenteil, man hat sie während des Krieges fast immer zum Kastenwagen und zum Krankenwagen umgebaut. Man hat dann kurzerhand die Karosserie hier abgeschnitten, hinten einen Kastenaufsatz draufgesetzt und dann war das ein Behelfskrankenwagen. Und die Türen öffnen gegenläufig, wie die Schranktüren in Omas Kleiderschrank. Der Name Admiral ist zunächst nicht wieder aufgetaucht. 1964 hat man den Namen revitalisiert. Da kam Kapitän A, Admiral A und Diplomat V8. Der vorherige Kapitän L wurde dann wieder durch den alten Namen Admiral ersetzt. Das hat Opel zweimal gemacht. 1962 hat man den Namen Kadett wieder aus der Versenkung geholt und 1964 den Namen Admiral. Übrigens sehr interessant, die Heckleuchten, die wir hier sehen, sind die gleichen Heckleuchten, die man auch 1939 dann am damals neuen Kapitän verbaut hat. So, das war's. Okay, vielen Dank, Georg. Wir haben alles mitgehört. Schön. Prospekte und den Buick Limited gab es nur fürs Modelljahr 1941. Und weil der oberhalb des Roadmasters war, haben die General Motors oberen gesagt, das gibt es aber nicht mehr. Cadillac bleibt die Spitzenmarke und in dem Segment fischt ihr nicht. Erst 1958 gab es wieder ein Limited, aber auch nur ein Jahr. Okay. Das ist jetzt sogar Original oder Nachdruck? Ja, das ist ein Original. Kostet okay. 400 Euro. Ne? Das ist ein Original. Das ist echt original. Soll ich mal rausholen? Hier gibt's nur Original. Ja, lass mich mal da schnell eben so draufhalten. Zum Gucken. Ja.
Unglaublich. Mit dem Originalumschlag und das noch in dem Zustand. Ne? Das sind. Also der. Diesen Prospekt hat sich Eleanor Roosevelt verpasst, weil sie ihr Also interessant ist halt auch der Zustand, ne, wenn man sich überlegt, wie alt das ist. Ja. In dem Klassiker Casablanca tauchen jede Menge ein. Ja? Aber nicht Limited. Den 40er habe ich auch, aber das ist jetzt der 41. Ja, 41 kann das neue Gesicht. Da sagen wir, Svens ist heute das schönste Jürgen. Hier, wenn ich mir das hier alles angucke, ja, dann die Custom Bodies, die unterschiedlichen. Die sind aber gar nicht alle in Serie gegangen, das wissen Sie, ne? Nein. Da muss ich. Zum Beispiel das vom Rund. Das hat Cadillac, also General Motors, gesagt. Das ist der Town Car. Das ist der Raw, der also einen Halbtag vorne hat. Der ist ja ein Landau, ne? Über 30 Jahre. Also jetzt hier im Club oder in der Interessengemeinschaft? Ja, ja, besser gesagt, bei uns in der Wirtschaftswunderwagenwelt. Wir haben uns letztes Jahr gegründet, ein Kumpel und ich. Und haben uns zum Ziel gesetzt, diese Einzigartigkeit der Fahrzeuge zu erhalten und auch den Originalzustand, also nicht zu restaurieren. Wir haben also die Patina schon entdeckt, wo noch keiner dran gedacht hat oder dran gesprochen hat. Wissen Sie was, wir müssen mal einmal zumachen, damit ja. Wir mal die Linie des Fahrzeugs sehen. Wir haben gerade nur ein paar Stadtverband gemacht, können wir auch runter machen, damit wir die schöne Linie sehen. Geht gleich wieder auf. Typisch für Sportwagen, die Hauben waren immer vorne angeschlagen. Weil die sollten ja während der rasanten Fahrt nicht aufgehen, was natürlich bei 25 PS 600 Kubik. Haben Sie mir noch Ihren Namen? Mein Name ist Carsten Petzold. Ja,